Hallo zusammen, ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Herzlich willkommen wieder hier in der Tantifaktur. Ihr seht, ich habe mal ein bisschen was vorbereitet und möchte euch wieder zwei Tantis vorstellen. Es gibt zu jeder Einzelnen natürlich auch nochmal ein eigenes Video nachher. Und ich hätte eine Bitte an euch. Ich weiß, dass einige von euch schon seit längerem überlegen, sich eine Tanti zu holen, und es ist bei mir jetzt so, es wäre für mich jetzt gerade der richtige Zeitpunkt, wenn ihr euch jetzt entscheidet. Wer es ein bisschen mitgekriegt hat oder verfolgt hat, ich bin ja einen Bauwagen am Ausbauen, und ja, durch die ganzen Preissteigerungen, durch die Maßnahmen, die wir haben, hat es mir meine finanzielle Planung ein bisschen zerschossen. Und ich bin jetzt echt im Endspurt. Eigentlich noch die Bretter außen dran machen, Ofen anschließen, und da kann ich einziehen. Also ich will das in den nächsten 4 bis 6 Wochen hinter mich bringen. Und da wäre gerade eine kleine finanzielle Spritze echt nicht schlecht. Also habe ich mal in die Hände gespuckt. Ich bin halt nicht so der unbedingt nach Spenden fragt. Natürlich, wenn jemand unbedingt mich unterstützen möchte, würde ich auch nicht Nein sagen, aber ich habe dafür gearbeitet und habe hier mal zwei schöne Tankis jetzt schon fertig. Das eine ist die Tanki Nummer 301. Die Tanki Nummer 300 gibt es ein besonderes Video dazu. Die 301 habe ich blau gemacht. Also innen drin ist so ein bisschen dunkleres Blau, helleres Blau, außen ganz helles Blau und dann einen orangen Rand. Und die hat auch nochmal so eine kleine Schicht mit diesem Farbwechsellack. Das heißt, wenn man so von der Seite guckt, ist auch mal ein bisschen rötlich, ein bisschen lila. Ja. Und auch hier gibt es jetzt wieder ein Klangbeispiel. Wie gesagt, genauer erklären tue ich es dann in den einzelnen Videos, wo ich es in den Shop reinstelle. Ich spiele einfach mal ein bisschen auf den 2. Tankis, wer die noch nicht kennt, kann jeder spielen, kannst nichts verkehrt machen, haust drauf und es hört sich gut an. Keine Ahnung von Musik haben. Und auf beiden Seiten ist eine eigene Stimmung. Also die andere Seite hat wieder eine andere Tonleiter. Und die andere, die jetzt bald in den Shop kommt, ist die Tanki Nummer 304. Die hat so ein Bordeaux-Rot, einen goldenen Rand, auch wiederum 8 Töne auf jeder Seite. Und auch hier spiele ich euch mal kurz. Welche zwei ich jetzt noch mache, ist hier die kleine, die ist noch nicht lackiert, sondern nicht fertig gestimmt. Ja. Ja, die ist noch nicht fertig gestimmt, deswegen ist es jetzt noch ein bisschen schief an.
Falls da also jemand noch sagt, oh, die gefällt mir, da hätte ich aber gerne irgendwas drauf gemalt, da würde es noch gehen, aber nur die nächsten ein, zwei Tage, weil dann mache ich die fertig und kommt die auch in den Shop. Und die hier, die finde ich richtig geil. Auch so ein bisschen ganz zart, Farbwechsellack drauf, außen ein bisschen gelb, grünlich, blau, bisschen lila, also sehr sanfte Farbe. Ist auch noch nicht fertig gestimmt, ne? Ja. Und die kommen jetzt auch bald in den Shop. Und dann habt ihr eine gewisse Auswahl. Ich habe hier mal ein paar ausgebreitet. Die große ist noch dabei, die habe ich jetzt nicht noch mit hingestellt. Und ja, es würde mich wirklich freuen, wer schon länger überlegt, ob er sich eine Tanki holt. Also für mich wäre jetzt gerade echt ein super Zeitpunkt, dass ihr euch entscheidet. Wie gesagt, ich mache für jede Tanki nochmal ein eigenes Video dann jetzt, wo ich es in den Shop stelle, in den Shop www.tankifaktur.de. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr euch meldet, wenn ihr Interesse an der Tanki habt. Und mich da ein bisschen unterstützt. Ich bin echt im Endspurt. Jetzt gucken, dass ich irgendwie hier mit nur über den Winter komme und dann können wir richtig loslegen wieder mit Tankis. Nach dreimal umziehen jetzt bin ich froh, wie ich endlich ankomme und wieder die Friedensklangwelle endlich wieder größer werden kann. Ich glaube nach wie vor, dass man damit halt so ein klein bisschen was Gutes in der Welt machen kann. Und das kann doch nichts schaden. Liebe Grüße, danke fürs Zuschauen.